sieht halt nicht mehr so kantig aus. Ich glaube, das ist besser. So, ihr seid cool. Einer war doch hier noch. Der da. Pass auf, wir helfen dir, die Wand da vorne hochzuklettern. Macht ihr mal. Ich hole mir hier mal ins Kram. Und dann gucke ich mal, weil ihr schön veranstaltet habt. Vielen Dank. Ich muss mich gerade mal am Kinn kratzen. Ne? So. Wow. Spinnchen? Ah, guck mal. Aber die sehen gar nicht mehr so plüschig aus. Sahen die plüschig aus? Ich habe das irgendwie so plüschig im Kopf. Gehen wir erstmal hier hinten rum, weil das vergesse ich sonst. War da nicht auch noch einer drin? Nee, doch. Und wir haben hier. Genau, dieser Schlangenkopf. Bin ich auch mal auf die Animation gespannt. Weil die war ja schon sehr cool damals. Hier ist nix. Da habe ich noch gerade eine Vase gesehen. Ich glaube, das war's ansonsten, ne? So, dann quatschen wir mal mit ihmchen hier. Hallo Spyro, ich könnte dir die Überquerung der Brücke ermöglichen gegen eine kleine Gebühr. Wie viel willst du denn haben? 200. Ja, komm. Danke, Spyro. Jetzt kann ich mir die Wohnung in Hurikos leisten, die ich schon immer haben wollte. Na los, geh über die Brücke. Ja, ist genehmigt. das hier machen wir gleich. Weil wir können da jetzt sowieso noch nicht die Aufgabe machen. Deswegen machen wir erst das hier oben. Beziehungsweise hier hinten. Wenn wir hier fertig sind, dann können wir dann da unten den Kram machen. Es fehlen nämlich noch ein paar Gegner. Schön mit den Zeichnungen. Ja, zweimal hintereinander. Was ist das eigentlich für ein Ding? Hat das einfach nur eine gefrorene Nase? Oder sieht das so aus? Ihr seid alle cool. Ist noch da, ist noch einer eingefroren. Danke, Spyro. Halte dich kurz fest und Achtung da unten! Nicht rausholen, ohne einen tonnenschweren Schneeball auf meinen Kopf zu rollen? Nimm diesen Kristall. Ich habe dafür ein paar Hockeykarten eingetauscht. Und die wollten die eigentlich von dem haben. Was hat er überhaupt für eine coole, einen coolen Schädel da drauf mit dem Horn. Das sieht ja mega geil aus. So, ich glaube, hier oben war noch was. Ihr seid nur ihr drei Horsts. Gut, dann. Ach, hier ist noch was. Siehst du mal? Gut, dann machen wir jetzt die Geschichte mit dem Ding da. Mit diesem Lebewesen. Was auch immer das ist.
Wir holen hier erstmal den Edelstein. Ach komm, wir quatschen erstmal mit dir. Mein Schneeleopard ist weg. Ich war angeln und als ich mich umdrehte, war er nicht mehr da. Hoffentlich haben die Käfer George nicht gefressen. Bring den Schneeleoparden zurück. Es ist ein Schneeleopard. Okay. Oh, guck an, Straubi. Kommst du da hoch? Willst du jetzt mit mir angeln gehen oder nicht? Ah, da geht die Action los hier. Er hat so einen riesigen Kopf. Ich glaube, er weiß nicht, wo er hin will. Es sieht sehr danach aus. Also ich mochte den anderen, mochte ich lieber. Gefällt mir nicht so. Sieht komisch aus. Kommst du mit? Sehr schön. So, dann können wir den wieder bringen. Kriegen wir unser Kügelchen. Du hast George gefunden. Ach, zum Glück geht es ihm gut. Ich passe ab jetzt besser auf ihn auf. Ich habe hier dieses runde, glänzende Ding, das ich beim Angeln gefangen habe. Du kannst es haben. Vielen Dank. Gut. Dann können wir uns jetzt nach unten begeben. Also hier nicht hin. Ich meinte eigentlich, wenn wir da über die Brücke gegangen sind, aber gut. Mal gucken, wo wir jetzt gerespawnt werden. Na, natürlich hier. So. Hier können wir nach unten gehen. Süß. Gut, erzähl mal. Wir haben früher Besucher durch diese Höhlen geführt, aber jetzt vermehren sich hier die Käfer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser ganzes Dorf überrennen. Kannst du sie vielleicht für uns verjagen? Toll! Aber denk dran, sie alle möglichst schnell zu fangen. Wenn dir welche entwischen, vermehren sie sich weiter. Kristalle Käfer benutze das Super Flug Power-Up. 4 von 5 Sternchen. Na gut. Einen habe ich verpeilt. 2 habe ich verpeilt. Drei. Ich glaube, ich sammle jetzt hier erstmal Edelsteine ein. Weil, ich lasse die erstmal alle wiederkommen. Und dann machen wir das Ganze nochmal.
So, jetzt sind wieder alle da. Das ist schön. Sollten aber eigentlich jetzt gleich alle Edelsteine haben, wenn ich hier eingesammelt habe. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. Das heißt, wir haben nur noch diese Aufgabe vor uns. Und dann geht er ab. Wo kommt ihr denn her? Waren aber eben, da stand eine Null. Sehr schön. Du hast uns vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Nimm diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Vielen, vielen Dank. Die haben die auch unterschiedlich bemalt, alle. Das ist schön. Können wir jetzt hier mit sie hochlegen oder geht das nicht? Nee. Will doch nur hier hoch, Manu. Na gut, dann machen wir das halt mit dem Ding hier. So. Und wir verlassen das Level natürlich wieder über die normale Art und Weise. Übrigens ist sehr schön. Das sieht so aus wie so Schuppen von einem Fisch. Sehr schön. So. Wir haben hier doch alles, ne? Ja. Ab nach Hause. Ich finde das super. Gut, ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Wir machen nicht erst C4 und dann den Ring, sondern wir machen erst den Ring und dann C4. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Metro-Ring war das, ne? Oh, scheiße. Den mag ich ja nicht so. Aber dann haben wir ihn hinter uns. So. Metro-Ring war hier bei der Elora. Super, Spyro, du hast alle möglichen Sachen geholt und der Strudel ist jetzt da. Metro-Strecke, Entschuldigung, ich habe schon wieder Ring gesagt. Da habe ich gerade was gesehen. Da sind kleine Sachen an den Wänden. Seesternchen und sowas. Oh Gott. Oh Mann. Also das mit dem... Da komme ich noch nicht so ganz klar mit. Und außerdem kann ich auch so machen. Ich muss ja gar nicht die selbst töten. Die Tauben sehen lustig aus auf diesem Bild da oben. So, das wird auf jeden Fall nicht so gut. Falls wir das überhaupt schaffen, ist jetzt noch die andere Frage. Alter, Alter, what the fuck? Süß. Die mag ich. Ach, da oben steht noch einer. Ne, kriegen wir nicht hin. Na gut. Neuer Versuch. War sowieso... War echt nicht gut. So.
Dann jetzt nicht irritieren lassen. Ach, ficken, ey. Warum springen die denn nicht so weit runter? Ich könnte kotzen. Ach. Natürlich ein neuer Versuch. Was denn sonst? Muss ich doch ein bisschen höher und dann die Taube am Ende oder so. Warum sind die jetzt schon unten? Das ist doch wieder ein Fehler gewesen im Spiel. Ach komm, ey. Die Hitbox von diesem beschissenen Feuerspein. Okay, den haben wir gekriegt. Ja, ja, ist klar. Okay, 1,16 haben wir geschafft. Wie viel müssen wir denn? Oh, das ist nicht dein Ernst. Eine Sekunde. What the fuck? Okay, das kriegen wir hin. Wenn ich mich ganz so bescheuert anstelle, dann sollte das klappen. Jetzt sind sie wieder oben. Das war, glaube ich, ganz gut. Dieser große Radius, den Spyro hat, wenn er fliegt und sich dreht. Ist nicht so toll. So süß. Die stehen hier einfach rum und winken mit ihrem Schildchen. Und dann nicht, noch nicht mal so mahnen, sondern so von wegen, oh, guck mal hier, ich hab ein Schild. Aber wenn das jetzt daran gelegen hätte, dass ich hier dieses dumme Ding-Schild da geflogen bin. Hab ich den jetzt bekommen? Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Okay, dann dürfen wir jetzt zum Bürgermeister. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Vote me. Major es Major. Alle gefällt mir. Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei der Metrostrecke. Aber du kannst vielleicht helfen. Eine Bande von Einbrecherkatzen klettert immer an den Wänden hoch, um ein Wiederwahlbudget zu plündern. Würdest du mir helfen, sie loszuwerden? Sicher, Dad. Toll. Jäger kann die Halunken von den Gebäuden stoßen, aber du musst die Beute fangen, bevor sie im Kanal landet und für immer verloren geht. Viel Glück. Die Halunken. Jäger wartet draußen. Die ollen Halunken. Okay. Okay, das sind so kleine Geldsäckchen. Und der war aber knapp.
Wo? Ich hab's nicht gesehen. Du hast wohl nicht alle erwischt. Aber da wollen uns noch mehr Einbrecher das letzte Hemd rauben. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Toll. Ja, jeder kann die Halunken, bla bla. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht. Irgendwie ist das anders. Wo schießt ihr denn hin? Was ist denn für eine Kacke? Erstens, wo schießt der hin? Und zweitens, wo fliegt der hin? Ihr habt das gesehen, dass er nach rechts abgebogen ist, aber ist da nicht eine Wand? Aber ich finde es auch cool, dass diese Katzen so hochmoderne Saugnapf-Dinger haben, womit sie sich festhalten an der Wand. Jedenfalls sieht das danach aus, weil das so blau leuchtet irgendwie. Ach, waren das auch Katzen im Original? Waren das nicht Waschbären? Da bist du. Schwierig, das zu sehen, ne? Gut gemacht. Du hast den Halunken eine Lektion erteilt. Dankeschön. Super, wir haben alles abgeschlossen. Das heißt, beenden? Ja, beenden. Gut, dann können wir jetzt nach C4 marschieren. Yay! Na komm schon. So. Ab nach C4. Was auch damals übrigens mit Y geschrieben wurde, meine ich. Und jetzt nur noch mit I. Dann haben wir gleich noch das kleine Zwischensequenzchen. Ich bin Herr Scheer. Das erinnert mich gerade voll daran. Die Welt sieht super geil aus. Das gefällt mir. Und jetzt habe ich auch gesehen, wo jetzt hier diese komischen Dinger herkommen. Wo ich mir eben gedacht hätte, wo sind die denn her? Aber gut. Wir werden hier aber im nächsten Part weitermachen. Ich werde nämlich für hier Schluss machen. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!